Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Pokémon Purpur. Heute, seht ihr schon im Titel, wollte ich euch drei mögliche Counter für den anstehenden Titan-Raid von Tornupto zeigen. Wir haben im Stream viel darüber philosophiert, deswegen sind wir uns eigentlich relativ sicher, dass diese drei Pokémon relativ gut sein werden. Fangen wir direkt mit dem ersten an. Als erstes hätte ich da Juju. Juju hat sehr viel Spezialangriff, sehr viel Spezialverteidigung und starke Unlichtattacken. Ganz wichtig, es kann auch Ränke spielen, das heißt, kann seinen Angriff auch selber boosten. Wenn wir uns mal die Werte anschauen, 400 Spezialangriff und durch Unheiljuwelen wird auch die Spezialverteidigung um 25% gesenkt vom Gegner, beziehungsweise von allen Pokémon auf dem Feld. Wir wissen nicht ganz genau, wie das bei den Raids aussehen wird, ob auch die Kollegen eine Spezialverteidigungs-Debuff bekommen, aber auf jeden Fall Tornupto. 270 Spezialverteidigung, was auch mega viel ist. Und dann ganz wichtig, Standpauke. Das senkt nämlich den Spezialangriff des Gegners um eine Stufe. Und sollte Tornupto wirklich Gedankengut einsetzen, könnte man mit Standpauke zumindest mal den Angriff wieder zurücksetzen. Wenn man am Anfang einmal Ränkeschmied gemacht hat, kann man dann auch auswählen, ob man Finsteraura oder Standpauke machen möchte. Hat zwar nur 55 Stärke, aber wie gesagt, wird der Angriff vom Gegner immer wieder reduziert. Und dann natürlich, wie immer, Muschelglocke als Item. Als zweites, Donnersichel. Ich will unbedingt mal Donnersichel spielen in den Raids. Haben wir bisher noch nie in irgendeinem Raid nehmen können. Hat auch hohe Spezialverteidigung und einen physischen Angriff. Ich habe gar nicht die Werte bei Juju gezeigt, KP und Spezialangriff oder Spezialverteidigung. Und bei Donnersichel habe ich ein bisschen gemischt gemacht zwischen Spezialverteidigung und KP. 400 Angriff, 270 Spezialverteidigung und auch das gleiche Spiel mit Standpauke. Und dann könnt ihr überlegen, ob er Fessel, Biss oder Next Strike macht und mit Drachentanz euren Angriff hoch macht. Als nächstes Trikefalo, dasselbe Spiel, hoher Spezialangriffswert, hohe Spezialverteidigung, KP und Spezialverteidigung hochgemacht plus Spezialangriff. Ränkeschmied dabei. Finsteraura und Standpauke. Ihr seht, Standpauke ist immer dabei, wird sehr wichtig sein, um den Angriff vom Gegner zu reduzieren. Und ich habe noch Energiefokus mit dazu gepackt. Kann man ja vielleicht am Anfang, ich weiß nicht, wie die Debuffs oder die Zurücksetzung von Tornupto sein wird, aber vielleicht kann man Energiefokus spielen, um ein paar Volltreffer rauszuhauen. Aber das schaue ich mir dann an. Auch wieder Muschelglocke. Dann habe ich mir gedacht, könnte man auch Windewoge spielen? Mit Drache Wasser hat Tornupto nichts, was sehr effektiv dagegen ist. Hoher Spezialangriffswert, Spezialverteidigung nicht ganz so hoch, dafür viel KP und wieder Standpauke mit drauf. Hat sonst keine Unlichtattacke. Ich denke aber mit Standpauke und Sonntag, je nachdem ob Tornupto Sonntag macht, könnte man den spielen. Nochmal so als Alternative. Ganz wichtig natürlich, jedes Pokémon hier auf Terra-Typ Unlicht zu machen. Ich habe jetzt bisher nur Juju, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass Juju den komplett wegmachen wird. Aber für euch, falls ihr kein gutes oder kein Juju habt, könnt ihr Donnersichel nehmen oder Trikefalo oder Windewoge. Windewoge und Donnersichel sind halt gut, weil die Paleo-Synthese haben. Und ich gehe mal stark davon aus, dass Tornupto Sonnentag haben wird. Und falls nicht, wäre Trikefalo und Juju gut. Also es sind auf jeden Fall vier sehr gute Pokémon, um gegen Tornupto spielen zu können. Ganz wichtig, Standpauke. Das TM könnt ihr euch selber bauen. Und ja, wenn wir uns den Movepool nochmal von Tornupto anschauen, sehen wir, dass er nur eine Kampfattacke hat. Das heißt, selbst wenn ihr dann später auf Terra-Typ Unlicht seid, mit Fokusstoß muss der erstmal treffen. Er hat eine geringe Wahrscheinlichkeit zu treffen. Ihr habt einen hohen Spezialverteidigungswert und bevor ihr geterrat seid, habt ihr bestimmt schon ein, zweimal Standpauke rausgehauen. Dann wird er auch nicht mehr viel Schaden machen. Also ich glaube, Tornupto wird nicht so kompliziert werden. Ich werde aber am Freitag, wenn der Raid rauskommt, trotzdem für euch ganz früh morgens ein Video aufnehmen, welches dieser Pokémon funktioniert hat oder vielleicht noch eine Alternative, falls sie nicht funktioniert haben. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, würde ich euch empfehlen, mal kurz auf den Follow-Button zu drücken. Weil Freitag kommt, wie gesagt, das Video dazu. Würde mich sehr über ein Like über das Video freuen. Und was mich interessieren würde, wäre in den Kommentaren, ob ihr vielleicht noch eine Alternative habt, die wir nehmen können, um Titan Tornupto mit Terra Geist besiegen zu können. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.